Eins, zwei, drei. Olli, komm herbei. Jetzt wird wieder geheimwerkt. Endlich. Das oh, Entschuldigung, Schatz, ich bin da gestolpert. Zwei Paare, zwei Projekte. Ja, es funktioniert. Und nur 36 Stunden Zeit. So, mir ist egal, wie das hängt, ob das schief ist oder nicht. Oh, die Entspanntheit verlässt gerade den Raum. Das wird knapp, ne? Es zählen Teamarbeit, das Abarbeiten der Checkliste und handwerkliches Geschick. Guck mal, was das für eine Sauerei ist. Punkte gibt's am Ende jeder Sendung von mir. Geil. Und die Heimwerker gucken sich gegenseitig auf die Finger und kommentieren. Die kriegen sich noch in der Haare. Ich glaube nicht, dass die sich die ganze Zeit so rumkommandieren lässt. Oh Gott. Wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Definitiv. Wer sackt die 1000-Euro-Siegprämie ein? Wir sind im Ruhrgebiet. Hallo, Marc. Guck mal, der Bergbaumuseum, der Zollverein. Im Essen sind wir, das heißt im Ruhrgebiet im. Wir sind im Essen. Und hier mitten im Pott wohnen Oliver und Anna. Guten Morgen, das Essen, heute geht's los. Moin. Guten Morgen, wir warten schon auf euch, ihr dürft hochkommen. Hi, willkommen. Ich bin der Olli, das ist mein Schatz Anna und unser Rocky. Ja, wir wohnen hier alle zusammen mit meinen beiden Töchtern Mia und Kira. Die sind gerade bei Oma und Opa, aber wir haben noch einiges an Tiere, die würden wir euch gerne zeigen. Kommt rein. Oh, sind die auch so süß wie Rocky? Wie man hier sieht, sind wir Reptilienfans. Sieht ein bisschen aus wie in so einer Zoohandlung, ne? Richtig mit Schilder und so. Ja. Und zwar haben wir 13 Vogelspinnen. Nein. 3 Skorpione. Hör auf! Und ein paar Insekten. Will ich das sehen? Was ist das? Ja, das ist einer unserer Hausbewohner. Eine Vogelspinne. Oh, guck mal, Spinne. Wie heißt die? Die hat keinen Namen. Warum habt ihr sowas als Haustier? Also ich finde die Tiere einfach nur schön. Das sind für mich, so wie andere Leute Katzen schön finden oder Hunde, finde ich halt Vogelspinne toll. Oh, stellt euch mal vor, morgens wachen die auf und so ein Terrarium ist leer. Sind die giftig? Nein, also eine Vogelspinne ist eine Bombardierspinne. Das heißt, auf dem Hinterleib befinden sich Brennhaare. Und bei einer Bedrohung schießen die Brennhaare ab. Also sobald die auf die Haut kommen, ist das wie ein Wespenstich oder wie ein Bienenstich halt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, die sind giftig. Dann ist das ja schon wieder was anderes. Dann sind ja schon fast irgendwie süß, ne? Solange man anständig mit den Tieren umgeht, die nicht gestresst sind, passiert ja auch nichts weiter. Pack ich an, keine Frage. Ich habe nur Angst vor Mäusen. Ehrlich. Wenn eine Maus hier durch die Bude läuft, steht der Kühler am Stuhl. So, dann haben wir hier unser Projekt. Zimmer, Schlafzimmer. Es ist einfach viel zu voll. Es steht kreuz und quer irgendwas auf den Schränken. In jeder Ecke ist was. Es ist alles nicht einheitlich. Mittlerweile verkommt ein Schlafzimmer immer mehr zur Abstellkammer und auch zum Arbeitszimmer. Da stehen dann Schreibtische drin. Ne, wir haben ja hier so einen riesen Kaffeefleck. Wie kommt der an die Wand? Vielleicht war da einer sauer. Oder hat sich erschrocken, wenn die beiden sich Scherze spielen. Ja, oder vor der Vogelspinne. Vielleicht ist eine Vogelspinne abgehauen. Du wolltest mir ja netterweise Kaffee ans Bett bringen. Ja. Ist schief gegangen. Bin dann irgendwie gestolpert und der Kaffee flog halt im hohen Bogen, wie man sieht, an den Wänden. Ist die Tasse halt geflogen. Das ist Kaffee. Dann würde ich das erstmal wegputzen. Das ist doch fett. Das kommt doch durch die Farbe. Naja, warten wir mal ab. Nach dem Streichen werden wir anfangen, den Schrank zu bauen. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir rüber auf die andere Seite und machen meine riesengroße Wäschetruhe. Ja, unser Ziel ist es, dass wir am Ende eine richtig schöne und coole Kuscheloase haben. Für ihre Kuscheloase wollen Anna und Oliver die Wände neu streichen. Selbstgebaute Schränke und eine Wäschetruhe sollen Stauraum schaffen. Und mit indirekter Beleuchtung und Deko wollen die beiden eine romantische Atmosphäre zaubern. Ja, aber sie bauen auf jeden Fall was anderes, so wie es aussieht. Also, gut, die bauen auch irgendwie einen Schrank zusammen und einen Wäschepuff, glaube ich, habe ich jetzt so richtig verstanden. Ein Riesenwäschepuff. Mit großen Plänen treten die fröhlichen Spinnenfreunde Anna und Oliver an. Im Duell um die 1000 Euro. In der Hansestadt Hamburg leben die heutigen Herausforderer, Laura und Pierre. Hey, schön, dass ihr da seid. Hi. Kommt rein. Danke. Ist ein bisschen eng hier. Hi,
Liebe, herzlich willkommen in meiner Wohnung. Das ist meine kleine, bescheidene Wohnung, in der das ganze Projekt heute stattfinden wird. Hat die gesagt, meine? Ja. Ich bin Pierre, das ist meine Kleine, Mailin. Und wir wechseln immer die Wochenenden hin und her. Mal bin ich bei ihr, mal ist sie bei mir. Und dieses Wochenende sind wir bei ihr. Also die wohnen nicht zusammen? Die wohnen nicht zusammen. So verstehe ich das ja. Genau, das ist das Wohnzimmer. Es ist schon ein bisschen umgebaut, weil wir jetzt gleich loslegen wollen. Hier in der Küche haben wir auch schon mal ein bisschen rumgewerkelt. Wir haben die Wände ein bisschen tapeziert, so mit Steinoptik, dass man sich wie auf so einem alten Innenhof fühlt. Dann haben wir die Lampe aus alten Baumaterialien, die noch rumflogen, zusammengebaut, dass man was hat, damit Laura hier ihre Arbeit am Schreibtisch machen kann und das nicht ganz so langweilig hier drin ist. Ich habe ein bisschen geholfen tatsächlich. Ich habe mit zugeschnitten, mit gekleistert und mich um Mailin gekümmert. Genau. Die war dabei. Die ist immer dabei, wenn wir Bauprojekte machen. Ja. Und welches Bauprojekt macht ihr heute? Hier sind wir in meinem Schlafzimmer. Hier wird das Ganze nachher stattfinden. Oh, der Raum ist ja mehr hoch als breit. Was habt ihr hier vor? Wir wollen hier ein Hochebene einbauen. Da wir hier Altbauwohnungen haben und relativ hohe Decken haben, kann man den Platz gut darunter benutzen und darüber benutzen, weil nach oben hin haben wir ja Luft genug. Aber wer so hohe Räume hat und sich erlauben kann, dass man fast über zwei Etagen arbeitet, der hat ja aus 20 Quadratmeter direkt 35, 40 gezaubert. Da ein gutes, cooles Raumkonzept zu entwickeln, genial. Also eine Altbauwohnung wäre für mich persönlich nichts. Also für mich wäre auch eine Altbauwohnung nichts. Also ja. Also ich bin jetzt kein Altbauwohnungsfan. Ja. Der Boden, hast du ja gehört. Eben, ja? Kannst du dich nicht rausschleichen. Kannst du dich rausschleichen oder reinschleichen. Du kannst nicht heimlich nachts nach Hause kommen und ich merke davon nichts. Siehst du? Ja. Fällt sofort auf. Ja. Du kannst doch nicht mal Pipi machen gehen nachts, ohne mich wach zu machen. Unten kommt mein Yoga-Bereich, den ich mir gewünscht habe. Namaste, Heimwerkerkönig. Da werden wir noch ein Regal, also unter die Treppe kommt noch ein Regal, wo dann meine ganzen Schuhe und so reinkommen. Ich denke, dass unsere Rollenverteilung so sein wird, ich mache den Plan und ich sag ihr eigentlich, wie sie mir helfen kann und werde ihr bestimmt das ein oder andere handwerklich noch beibringen, damit sie mich richtig gut unterstützen kann. Also er ist der Handwerker und sie ist wahrscheinlich. Sie räumt die Schuhe ein, wenn er fertig ist. Also das heißt so eine typische Rollenverteilung. Also nicht so wie bei uns. Und beim Dekorieren kann er mir sogar auch helfen, das muss ich auch dazu sagen. Er ist nicht nur handwerklich, sondern hat auch Deko. Ja, eine Deko-Affinität. Ich bin keine Deko-Fee. Ich habe echt leider kein Händchen dafür. Aber handwerklich könnt ihr euch auf mich verlassen. Mit einem Podest soll Lauras Bett emporgehoben werden, sodass darunter ein Yoga-Bereich entsteht. Die Treppe wird dank verlängerter Stufen zugleich ein Regal. Und Deko aus Birkenstämmen und Lichterketten zaubert zarte Romantik in den Raum. Also ich bin gespannt auf alles, ne? Auf die Leute, auf das, was die bauen und auf das Zimmer, wie es am Ende aussehen wird. Ja, und wie die sich dabei anstellen, ne? Wer gewinnt das heutige Duell bei Schrauben, Sägen, Siegen? Stauraumwunder Schlafzimmer oder hochgebautes Himmelbett? Welches Projekt erringt den Sieg? Die 36 Stunden starten jetzt! Danke. Wir schaffen das. Okay. Komm. Haut rein. Aber nicht vergessen, Heimwerker-Regel Nummer 1 für Pärchen. Regelmäßig gegenseitig die Liebe bekunden. Ich liebe dich, Schatz. Ich dich auch. Ich heirate dich irgendwann mal. Irgendwann, okay. So, schauen wir uns mal an, was die zwei vorhaben. Die Wände müssen gestrichen werden. Da muss der Schrank gebaut werden. Eine Lichtkonstruktion wird gebaut. Eine Wandleiste wird angebracht. Es wird eine Wäschetruhe gebaut. Und das muss dekoriert und eingeräumt werden. Oh Gott. Oh, da bin ich jetzt schon am Schwitzen. Enge Nummer. Wir haben keine Zeit. Nein, haben wir auch nicht. Ich will halt anfangen und fertig werden. Erst mal schön in den Raum, einen Kaffee trinken gehen. Nee, Anna muss sich das voll knallhart durch. Na, eine muss ja. Ist gut. Alter Falter hier. Scheiße hier. Ey. Schatz, kannst du das nicht machen hier? Ja, wenn er nicht sauber und exakt ist, dann guckst du immer wieder dahin auf den Fehler. Uiuiui. Das zieht aber auch noch mal Zeit. Ja. Das ganze Abgekleber. Welche Farbe verpasst ihr denn eurer Kuscheloase? Anna? Erstmal weiß und die Wand hier hinten wird rot, aber das kommt im Nachhinein. Eine rote Wand im Schlafzimmer, ich glaube. Nee.
Also ich hatte mal eine als Jugendliche und das war für mich schnell, konnte ich schnell nicht mehr sehen. Wartet mal ab. Vielleicht ist das Rot ja der Knaller. In Hamburg wird ausgeräumt. Wohin eigentlich? Wir räumen jetzt erstmal raus, dann was anderes rein, dann wieder haben wir wieder Platz, um das wieder dahin zu stellen. In der kleinsten Hütte ist Platz. Schauen wir uns mal an, was die Checkliste so hergibt, was die zwei leisten müssen. Die müssen die Hochbettkonstruktion bauen, eine indirekte Beleuchtung wird angebracht, eine Ablagefläche wird montiert, eine Leiter und ein Regal muss gebaut werden, Wände und Möbel streichen, Nachttisch und Geländer montieren und dekorieren. In so einer engen Wohnung, da würde ich jetzt schon Probleme mit den Nerven kriegen. Das wird eng. Und das nicht nur vom Platz. Also wir werden jetzt, wir haben ja jetzt, wie ihr seht, hier diese vier Balken schon mal hingestellt. Das ist quasi die Höhe, die wir haben. Das ist halt eben genau so, wenn Laura sich daneben stellt, dass sie genau perfekt drunter durchlaufen kann, ohne den Kopf einzuziehen. Und jetzt nehmen wir diese beiden langen Balken und bauen die quasi von der Wand an die andere Wand rüber, wo die dann drauf liegen. Eine zweite Ebene zu bauen, finde ich genial, gerade in Altbauwohnungen. Aber ich empfehle euch eins, macht das freitragend. Baut diese Ebene auf Pfosten, sodass er so wenig wie möglich mit den Wänden zu tun hat. Eine Altbauwohnung und die alten Wände, da hält nichts drin, da bröselt raus, der Putz fällt ab, dann seid ihr auf einmal, und dann, wenn es eine Mietwohnung ist, dann habt ihr auf einmal ein riesen Loch da drin. Pfosten setzen, für sich stehen lassen, wenig mit den Wänden arbeiten. Guter Tipp. Aber ihr wollt auch gar nicht in die Wände reindübeln, oder? Weil das Altbau ist und wir vertrauen den Wänden nicht mehr so. Richtig. Also es wird nachher auch noch ein bisschen an der Wand fixiert, aber es wird nicht der Hauptfixierpunkt sein. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Einen Rahmen bauen, der genauso breit ist, damit er sich einklemmt in die Breite des Raumes. Ja, und dann macht er hier vorne die Treppe zum Hochgehen oder die Leiter. Habt ihr hier oben die eine Ebene und unten die andere Ebene. Wobei, wenn man hier sich bewegt, dann wackelt das Ding. Wie bitte? Wenn man hier auf dem... Ja, weil es jetzt alles noch einzeln lose ist. Ach, die ist aber zum Arbeiten angezogen, als wird sie zum Yoga gehen. Ja, genau. Ja. Vielleicht macht ihr zwischendurch Yoga. Genau. Und ab heute heißt es dann Schrauben, Sägen, Yoga. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass die Balken im Wasser sind? Damit wir den Abstand von der Wand richtig haben. Und wenn wir nachher die Querverstrebung machen, dann mache ich das Bett nämlich noch an der Wand fest. Und dann ist wichtig, wie viel Abstand welche Seite von der Wand hat, damit es halt wirklich gerade steht und nicht irgendwie die Balken schief sind. Oder einfacher ausgedrückt, wenn unten schief, dann später auch oben schief. Wenn man tragende Konstruktionen baut, müssen die Teile, die statisch belastet werden, wie zum Beispiel die Winkel, aber auch die Schrauben, die da reinkommen, von bester Qualität sein. Das muss klar sein. Wir legen den jetzt hin und dann holen wir uns den anderen Balken, den wir von oben quasi dazwischen machen müssen. Klingt, als hätte Pierre den ganzen Plan im Kopf. Laura, hast du das eben verstanden? Ja, ich weiß, worum es geht. 8 und 8 cm sind 16, also müssen wir 16 cm abziehen von den 1,89,5. Oh, der ist schon am Schwitzen, der ist schon fix und fertig. Drei Balken stehen schon fix und fertig. Und dann haben wir das Maß. Ich sehe das Flimmern in der Luft, das Fragezeichen. Können wir die Werkbank herholen, damit wir den einschrauben können und absägen? Ja, klasse, machen wir. Machen wir. In Essen ruft der Farbeimer. Überraschung! Ist das normal? Ja, das sieht so lange schon. Wenn ich so eine Wandfarbe sehe, dann weiß ich direkt, die ist älter oder abgestanden. Dann nimmt man einen Quirl, der betrieben wird von der Bohrmaschine, vom Akkuschrauber. Und dann kann ich das dann gleichmäßig aufmischen. Mit so einem Stock ist das nicht sinnvoll, weil meistens bleiben dann Reste von so einem Stock da drin, Rinde, Dreck oder so. Und dann habe ich das auf der Wand. Na, guck mal, da wird schon schön cremig. Cremig mit Stückchen. 2 Stunden sind rum. Wie geht's weiter? Ja, also der Plan ist, dass ich hier anfange mit der Wand hier und gehe dann von hier und mach meinen Kaffeefleck weg. Hier rüber und dann darüber. Ne? Das Pink soll weiß werden, damit das neue Rot richtig punktet. Endlich hier diese rosa Wand weg. Aber ich glaube, wir müssen mal, glaube ich, zweimal drüber streichen. Oh, eigentlich sollte man immer am besten in der Mitte anfangen. Ja? Ja. In der Mitte von der Wand, also in der Mitte von der Höhe anfangen. Einmal nach oben, einmal nach unten und dann immer so leicht links, rechts. Und dann hast du immer so einen gleichmäßigen. Okay. Ja. Du streichst wohl nicht so gern. Ja, macht gar keinen Spaß.
Guck mal, wie geil. Kaffeefleck fast weg. Jetzt kann ich schon wieder einen machen auf die andere Seite. Und Streichen ist halt immer geil, ne? Es ist danach alles so sauber. Also ich mache hier bis zum Ende des Fensters und du machst da drüber, ja? Denkt an die Regel. Liebesbekundung. Jetzt! Kannst du einmal das irgendwie hier oben abkleben, damit ich das ab... Oh, Entschuldigung, Schatz, ich bin da gestolpert. Ist das absichtlich? Nein, ich würde das niemals machen. Was sich liebt, das neckt sich. Wenn Paare zusammenkommen und die fangen dann an zu renovieren, aber beschäftigen sich mehr mit sich selber und mit dem ach, Küsschen hier und Schatzi da und lustig wollen wir sein. Und dann nach 30 Stunden, wir haben nur noch 6 Stunden, wir werden nicht fertig. Ich könnte ja verliebt sein, aber in den 36 Stunden habt ihr dafür keine Zeit.